Wie gut war eigentlich Xabi Alonso? Er wurde mit Spanien Weltmeister und Europameister, beherrschte das Mittelfeld bei Real Madrid, beim FC Liverpool und beim FC Bayern und ist nun der neue Trainer beim Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Das ist seine Geschichte. Xabi Alonso Olano wurde am 25. November 1981 in Tolosa, Spanien, geboren. Er stammt aus einer Fußballerfamilie. Sein Vater, Perico Alonso, gewann mit Real Sociedad zweimal die spanische Meisterschaft. Xabi beginnt seine Karriere beim gleichen Verein und gibt sein Profidebüt im Dezember 1999 gegen Club Deportivo Logrones. Zu Beginn der Saison 2000-2001 wird er zur SD Eibar ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Währenddessen rutscht La Real aufgrund von schlechten Leistungen in den Abstiegskampf. Nach zwei Trainerwechseln, unter anderem mit Xabiers Vater Perico, übernimmt schlussendlich der Waliser John Toschek das Ruder. Dieser sieht das Potenzial des jungen Mittelfeldspielers und holt ihn zurück. Er macht ihn zum Kapitän des Teams und erstellt sogar ein eigenes Training für ihn. Mit Xabi stabilisiert sich Sociedad und beendet die Saison auf dem 14. Platz. In der Saison 02-03 erreicht der junge Spanier mit seinem Team überraschenderweise den zweiten Platz hinter Meister Real Madrid, was gleichzeitig auch die Qualifikation für die Champions League bedeutet. Ein entscheidender Faktor ist erneut Alonso, der mit seinen 12 erzielten Toren großen Anteil an diesem Erfolg hat. In der kommenden Saison verfällt der Club trotz Xabis weiterhin herausragenden Leistungen wieder in alte Muster. Ein Wechsel von Alonso wird deshalb immer offensichtlicher. Im August 2004 gelingt es dem FC Liverpool, sich die Dienste des Mittelfeldspielers zu sichern. Er gibt sein Pflichtspieldebüt im Reebok-Stadion gegen die Bolton Wanderers. Wie bereits bei Real Sociedad zeichnet er sich durch seinen Ehrgeiz und seine klare Kommunikation auf dem Platz aus. Beim Spiel gegen den FC Fulham wird er von Trainer Rafael Benitez genau deswegen eingewechselt, um einen 0:2 Rückstand aufzuholen. Alonso schießt sein erstes Tor durch einen Freistoß und belebt die Reds wieder. Am Ende können sie das Match mit 4:2 für sich entscheiden. Aufgrund eines Knöchelbruchs ist der Mittelfeldpartner von Liverpool-Legende Steven Gerrard erst beim Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Juventus Turin wieder dabei, welche sie besiegen können. Als sie auch den FC Chelsea schlagen, folgt das bis dato größte Spiel seiner Karriere, das Champions-League-Finale 2005 gegen den AC Mailand in Istanbul. Nachdem wir im Viertel- und Halbfinale zwei sehr gute Mannschaften geschlagen hatten, waren wir sehr zuversichtlich, dass wir dem AC Milan einen heißen Fight liefern oder ihn sogar besiegen würden. So Dietmar Hamann, Mittelfeldspieler des LFC und damaliger Mannschaftskollege von Alonso. Doch es kommt ganz anders. Sie liegen zur Halbzeit bereits 3:0 hinten. Trotzdem schaffen es die Reds, sich in historischer Art zurückzukämpfen. In der 59. Minute tritt Alonso zu einem Elfmeter an und verschießt. Milans Torwart Dida hält, doch der Spanier kann den Nachschuss verwandeln und vollendet so die Aufholjagd zum 3:3. Dank seines Treffers folgt die Verlängerung und schließlich das Elfmeterschießen, was der FC Liverpool für sich entscheiden kann. Das Wunder von Istanbul ist perfekt. Xabi beschreibt es als den besten Moment seiner professionellen Karriere. Eine Saison später folgt der nächste Pokalgewinn. Obwohl er wegen einer Knöchelverletzung nur eine Halbzeit spielt, kann sein Team West Ham United schlagen und den FA Cup nach Anfield holen. Zusammen mit Steven Gerrard wird er im Mittelfeld zur Stütze der Mannschaft. Die kommenden Saisons werden jedoch alles andere als leicht für ihn. Zum Beispiel kostet ihn eine Mittelfußverletzung ein halbes Jahr. Wegen Unstimmigkeiten mit Trainer Benitez ist die Saison 2007-2008 seine letzte im Trikot des FC Liverpool, obwohl sein Vertrag noch bis 2012 läuft. Im Sommer 2009 kehrt Xabi Alonso zurück in sein Heimatland und unterschreibt einen Vertrag bei Real Madrid. Sein Debüt gibt er am 29.08.2009 gegen Deportivo La Coruña. Seitdem stellt ihn Coach Manuel Pellegrini in jedem Spiel von Anfang an auf. Er erhielt von der spanischen Presse den Spitznamen La Barba Roja, zu Deutsch der rote Bart. In den kommenden Saisons überzeugt er mit seinen Fähigkeiten und schafft es mit den Königlichen, den spanischen Pokal und die spanische Meisterschaft zu gewinnen. Real Madrid schlägt im April 2014 im Halbfinale den FC Bayern München, wo Alonso auch seine dritte gelbe Karte erhält, weswegen er für das Finale in Lissabon gesperrt ist. Auch ohne seine Hilfe kann Real den Stadtrivalen Atletico Madrid mit 4:1 schlagen, womit Xabi seinen zweiten Champions-League-Titel feiern konnte.
Steven Gerrard beschreibt ihn als den besten Mittelfeldspieler, mit dem er je gespielt hat, und das aus gutem Grund. Xabi Alonso überzeugt mit seiner Konsistenz, seinem Ehrgeiz, seinem Auge fürs Spiel und Härte gegen den Ball. Er zog das Spiel von hinten auf, er führte sein Team von der Mitte heraus an und dank seiner Ballkontrolle und seinen ausgezeichneten Flugbällen konnte er einige Chancen kreieren. Er war vor allem für seine Stärke bei Standards bekannt, zum einen als ausführender Part bei Elfmetern oder auch bei Freistößen, zum anderen war er dank seiner Größe auch ein sehr guter Kopfballspieler. Er hat eine sehr gute Schusstechnik, weswegen ihm auch das ein oder andere Weitschusstor gelingt. Defensiv agiert er mit viel Körpereinsatz. Wegen seinem taktischen Verständnis faulte er immer rechtzeitig, auch wenn ihm seine gelben Karten hin und wieder zum Verhängnis werden. Nach den Triumphen mit Madrid beschließt er, dass es Zeit für eine neue Herausforderung ist und wechselt deshalb 2014 in die Bundesliga zum FC Bayern München. Grund für den Wechsel an die Isar ist auch Cheftrainer Pep Guardiola. Alonso ist begeistert von seinem spanischen Landsmann, wie er in einem Interview verrät. Ich war so neugierig und wollte seine Geheimnisse herausfinden. Er debütiert am 29. August des gleichen Jahres. Sein erstes Tor erzielt er gegen Werder Bremen mittels eines Freistoßes und bricht einen Monat später beim Spiel gegen den 1. FC Köln den Rekord für die meisten Pässe in einem Spiel. 196 Bälle finden den Weg zum Mitspieler. Der Bayern-Coach meint über ihn, er sei der beste Spieler, wenn er den Ball hat. Er hat den Mittelfeldspieler geholt, um das Spiel zu dominieren. Unter anderem dank seiner Präsenz im Mittelfeld holt der FCB dreimal die Meisterschale und einmal den DFB-Pokal. Alonso wird zwar in den Kader Spaniens für die EM 2004 berufen, kommt aber nur auf einen Einsatz, weil sie bereits in der Gruppenphase ausscheiden. 2 Jahre später gelingt ihm für sein Land sein erstes Tor bei der WM 2006 gegen die Ukraine. Obwohl sie in der Gruppenphase alle Spiele gewinnen, wirft Frankreich sie in der K.O.-Phase aus dem Turnier. Bei der Europameisterschaft 2008 gelingt La Furia Roja der Titelgewinn. Wegen der großen Konkurrenz im Mittelfeld kommt Alonso aber meistens nur als Ersatz von der Bank. Nach dem 3. Platz im Confed Cup folgt die WM 2010 in Südafrika. Alonso ist mittlerweile Stammspieler im Mittelfeld zusammen mit Sergio Busquets und Xavi. Spanien steht im Finale gegen die Niederlande. Das Spiel wird ungewöhnlich hart geführt. Für Diskussionsstoff sorgen Nigel de Jongs Tritt mit gestreckten Beinen gegen Alonsos Brust, der für dieses grobe Foul nur gelb sieht. Arjen Robben vergibt frei vor Casillas Ehe Andres Iniesta in der 116. Minute in der Verlängerung den Siegtreffer für Spanien erzielt. So kann Xabi Alonso die nächste Trophäe für sein Land gewinnen. An seinem 100. Spiel für Spanien trifft er zweimal zum 2:0 Endstand gegen Frankreich bei der EM 2012. Seinen 3. Pokal erhält er dank eines 4:0-Siegs gegen Italien im Finale. Mit dem Gewinn der letzten Weltmeisterschaft und den letzten 2 Europameisterschaften ist Spanien natürlich der Favorit auf die WM 2014 in Brasilien. Jedoch wird nach der desolaten 5:1-Niederlage gegen die Niederlande klar, dass sie dieser Rolle nicht gerecht werden können. Seit dem 5.10.2022 ist Xabi Alonso nun Trainer beim Bundesligist und Champions-League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen. Am 8. Oktober 2022 ist es soweit. Alonso feiert seine erneute Rückkehr in die Bundesliga mit einem 4:0 Heimsieg gegen den FC Schalke 04. Was sagt ihr zu Xabi Alonso? War er einer der besten Mittelfeldspieler des 21. Jahrhunderts? Und schafft er es als Trainer Leverkusen aus der Krise zu retten? Schreibt es in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.